Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV zu weiteren 2 Minuten aus meinem Leben, aus meinem Real Life oder von LOL, je nachdem, was ihr wissen wolltet, was ihr am meisten geliked habt, welches Kommentar. Und diesmal habt ihr ein echt geiles Thema ausgepackt. Und zwar, welcher Champion hat den geilsten Arsch? Also, ich starte jetzt einfach mit der Stoppworte. Das Ganze ist relativ schnell erledigt. Also, den saftigsten, knackigsten, wohlgeformtesten, wie zwei wunderbare Äpfel nebeneinander liegenden, besten, wunderschönsten Hälften hat Frostblade Iria. Meiner Meinung nach, also Riot gibt sich sowieso bei weiblichen Champions super viel Mühe, ob es halt die Melonitas oben sind oder ob es die schönen Rundungen unten sind. Also bei Frostblade Iria stimmt alles. Also es macht schon Spaß, in diesem Ladescreen zu sein. Iria hat, ist richtig schön knackig, richtig schön wohlgeformt. Wisst ihr, nicht zu breit, nicht zu nah. Also hat keine so breite Hüfte, aber richtig schöne Rundung, richtig schön fest, knackig. Und ich fühle mich gerade echt ein bisschen doof, das hier so detailliert zu erzählen. Aber ihr wolltet es wissen, also Iria ist für mich absolut die Nummer 1, was die Frauenkörper zumindest in der Unterseite anbelangt. Und ja, also... Ja, bei LOL ist also das Auge mit. Man hat nicht nur Spaß beim Zocken, aber das ist jetzt ein ganz schnelles, ganz kurzes Thema. Und naja, auch an die Mädels unter euch oder so. Ich will auf keinen Fall irgendwie sexistisch oder so rüberkommen. Aber das wolltet ihr. Jetzt wisst ihr, welchen Arsch ich am geilsten finde bei League of Legends. Ja, und ansonsten kommentiert wieder fleißig, was ihr wissen wollt. Und liked das Ganze natürlich auch. Und das Comment mit den nächsten Likes gibt's dann bei den nächsten Povrots. 2 Minuten. Das war's von mir. Ich bin euer Povrot. Jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr von mir. Bis zum nächsten Mal, Leute.